So, dann einen wunderschönen guten Abend. Glück auf in die Runde zu unserem heutigen Livestream bei mir auf dem Kanal. Ich freue mich heute besonders, dass wir den Frank zu Gast haben, der bereits im Bild zu sehen ist. Guten Abend, Frank. Hallo Wir Frank. hatten das ja vor einiger Zeit schon einmal geplant. Da konnten wir das leider nicht durchführen, aus unterschiedlichen Gründen. Aber ich hatte ja gesagt, dass wir das auf jeden Fall nachholen. Ich will ja in Zukunft des Öfteren mit interessanten Persönlichkeiten aus dem nationalen Spektrum sprechen, die auch tatsächlich etwas zu sagen haben. Da gehört der Frank auf jeden Fall dazu und einige andere. Ich will aber auch versuchen, vielleicht den ein oder anderen politischen, ja, Gegner mal zu Gast zu bekommen. Ich habe auch ein, zwei Anfragen laufen, aber die tun sich alle noch etwas schwer. Nun, wie man das kennt, man redet gerne über uns, aber nicht so gerne mit uns. Und offenbar ist es doch so, dass man beim politischen Gegner doch mehr Rechtfertigungsgründe suchen und finden muss, als das bei uns der Fall ist. Und das zeigen ja auch einige Projekte. Auf eins werden wir zu sprechen kommen, mit dem lieben Frank, der sich ja auch nicht zu schade ist. Und das ist einer der Gründe, warum ich sehr viel von ihm halte, über den Tellerrand hinauszuschauen und auch mit denen zu sprechen, ja, um die es uns geht, aber um die wir uns doch des Öfteren drehen, in der politischen Arbeit, aber auch in der alltäglichen Auseinandersetzung mit dem Irrsinn dieser Bundesrepublik. Beim Frank weiß man ehrlich gesagt gar nicht so richtig, wo man anfangen soll, denn Frank betreut ja inzwischen etliche Projekte. Er ist ja sozusagen inzwischen allgegenwärtig. Die meisten werden ihn aus der Musik kennen, darüber sprechen wir gleich, aber was die meisten jetzt natürlich interessieren wird, sind die aktuellen Kampagnen, über die wir sprechen werden. Da ist im Moment ganz besonders im Vordergrund natürlich die gesamte Corona-Debatte zu finden. Da werden wir über Impfrebell sprechen. Da kannst du uns einiges zu erzählen. Natürlich will ich auch einiges zum Thema Multikulti trifft Nationalismus mit dir besprechen. Das ist für mich trotz der Allgegenwärtigkeit von Corona, der ganzen Impfthematik und allem, was sich da rum so tut, doch nach wie vor etwas interessanter, weil es ein grundsätzlicheres Thema für mich ist. Abgesehen davon, jetzt müssen wir natürlich gleich noch besprechen, wird es eine Zeit nach Corona geben? Wie wird die vielleicht aussehen? Und so weiter und so fort. Aber erstmal von vorne, Frank, vielleicht stellst du dich, also die meisten werden dich natürlich kennen, vielleicht stellst du dich erstmal ganz kurz vor, was du im Moment so tust und wie du das überhaupt alles in deinen Zeitplan packst. Ja, Frank, erstmal herzlichen Dank für die Einladung, heute Abend bei dir zu Gast zu sein. Ja, ich versuche mich kurz zu halten. Mein Name ist Frank Krämer, bin bald 44 Jahre alt, verheiratet, habe eine Tochter. Und ja, du sagst es schon, das alles unter einen Hut kriegen. Also, ich bin Musiker bei Stahlgewitter unter anderem und Heigerdrom. Und ja, ich muss sagen, die Musik, die kommt zurzeit ein bisschen hinten an, eigentlich schon was länger. Weil ich denke, dass es Themen oder Projektionsflächen gibt, die wichtiger sind, als jetzt Musik zu machen. Weil die Musik, die wir machen mit Stahlgewitter, ist ja eigentlich schon eher etwas für Menschen, die schon so denken wie wir. Mir geht es aber darum, unserer Bewegung eben Menschen für gewisse Themen ja empfänglich zu machen. Und das sind eben meine Videoprojekte. Einmal hast du schon erwähnt, Multikulti trifft Nationalismus. Dann mein eigenes ja, Medienprojekt, würde ich jetzt schon fast sagen, weil es nicht nur Videos sind. Der dritte Blickwinkel zu finden auf derdritteblickwinkel.com. Da gibt es nicht nur Videos. Ich habe jetzt viel in Podcasts investiert, weil ich denke, dass das ja gerade für uns Rechte oder Nationale die Zukunft sein wird. Denn die ganzen Videoplattformen kenne ich selber. Ich führe gerade auch einen Prozess gegen YouTube wegen einer Kanallöschung. Man steckt natürlich viel Energie in Videos rein, soll ja einigermaßen gut aussehen.
Und der Vorteil von Podcasts ist eben, gut, man hat eine Sprachspur, man kann sich vielleicht auch besser konzentrieren auf das gesprochene Wort. Man kann es hören während der Autofahrt, beim Sport, beim Joggen gehen. Da gibt es einige Vorteile, weil ich persönlich bin jemand, ich setze mich nicht 2 Stunden lang an den Rechner und höre mir dann ein Gespräch an, wo vielleicht sowieso jetzt keine visuellen Reize jetzt vonnöten sind, wo nichts gezeigt wird oder Anschauungsmaterial, sondern wirklich nur der Klang der Stimme. Und das ziehe ich mir auch mittlerweile alles auf MP3 und höre es während der Fahrt zur Arbeit. Ne? Das mache ich natürlich auch noch. Ich gehe arbeiten neben Familie und halt eben den Projekten. Habe aber eine Gruppe von Unterstützern, die mich im Monat mit einem kleinen Beitrag unterstützen. Und dadurch konnte ich meine reguläre Arbeitszeit ein bisschen runterfahren und habe dadurch halt eine ganze Woche, wo ich mich um meine Projekte kümmern kann. Ne? Und ich hatte schon angesprochen mit dem Podcast. Es gab einmal D3B Podcast, da habe ich dann Gäste, mit denen ich mich unterhalte. Und als neues Format Kaliber D3B, da gibt es mittlerweile 4 Folgen. Da ja, gebe ich nur meine Sicht der Dinge zu verschiedenen Themen halt eben wieder. Ne? Das mal so als grober Überblick. Ja, ich habe mir das alles schon mal angesehen und angehört. Du hast einen wichtigen Punkt eben schon genannt. Also für manche ist es vielleicht immer ein bisschen irritierend, was ich als wichtig empfinde oder als bemerkenswert. Aber du hast etwas gesagt, was für mich als, ja, als Politiker oder als jemand, der in einer politischen Partei ist, berücksichtigen muss. Und zwar, oder was sich dann oft auch mit dem beißt, was wir, naja, wenn man jetzt sagt, in der Szene, im rechten Milieu oder so, oft ja sich beißt. Und zwar hast du gesagt, die, die schon so denken wie wir. Und da hätte ich gleich die erste Frage an dich. Und zwar, glaubst du, dass wir, also wir nicht immer du und ich gemeint, sondern im Allgemeinen so die rechte Szene, rechte Parteien, Organisationen, glaubst du, wir drehen uns mit unserer Rhetorik, mit dem, was wir so von uns geben, was wir sagen, wie wir Dinge verbreiten, zu sehr im eigenen Kosmos? Ich habe immer so ein bisschen den Begriff Anschlussfähigkeit im Sinn, der ja dem einen oder anderen auch etwas übler aufstößt. Aber glaubst du, wir sind mit unserer Rhetorik und so, wie wir verbal agieren, richtig unterwegs, oder gibt es dort Verbesserungsbedarf? Also sprechen wir mit dem, was wir tun, vermehrt eigentlich nur das eigene Klientel an, die sowieso schon wissen, was wir wollen, wo wir hinwollen? Und ist das der richtige Weg, oder müssten wir vielleicht doch noch etwas mehr die Anschlussfähigkeit, die Ankopplung an den Otto-Normalbürger suchen, weil wir ja auch wachsen wollen. Wir wollen ja Menschen von dem, was wir wissen und wollen, überzeugen. Ja, hier kommt gerade die Sintflut runter, deswegen gucke ich gerade hier. Ja, ich würde das mal zweigeteilt sehen. Und zwar, ich bin ja seit mittlerweile 30 Jahren aktiv und weiß natürlich auch, dass das Auftreten und die Rhetorik von vor 20, 25 Jahren anders ist als heute. Dazu muss man sagen, dass damals vielleicht mehr. Gut, ich sag mal, ich bin heute, werde bald 44, war 14, 15, 16. Da hat man natürlich noch einen anderen Horizont und man ist da vielleicht eher szenemäßig unterwegs als heute weltanschaulich. Das sind ja auch zwei Dinge, die ich unterscheide. Und zum anderen hatten wir damals, ich sage jetzt mal damals, ja, vor 20 Jahren Ich bin auch, auch schon ich gute. werde dieses Jahr auch 43, ich weiß ungefähr, was du meinst. Ja, super. Sind wir ja so fast Jahrgang, der gleiche Jahrgang. Ja. Und was wir damals, sage ich mal, war viel auch verschwendet, weil das, was wir ja schon vor 20 Jahren gesagt haben, ist mit Zeitverzögerung heute eingetroffen. Also wenn ich damals mal als Jugendlicher, ich war ja auch 18 Jahre lang Mitglied bei der NPD, wenn ich mich damals da war ich auch hier aktiv im Rhein-Sieg-Kreis, was Flugblätter verteilen angeht, wenn man sich ja mit den Leuten unterhalten hat und hat quasi schon die Zustände vorausgesagt, die jetzt heute eingetreten sind, was wir heute eben als No-Go-Areas bezeichnen oder auch, dass es Probleme mit der Rente gibt, dass wenn man keine vernünftige Familienpolitik macht, da hat man uns immer so belächelt.
und weil es den Leuten gut ging. Heute haben wir den Vorteil, dass die Verfallserscheinungen ja viel größere Ausmaße annehmen, dass eigentlich mehr Leute diese negativen Erscheinungen am eigenen Leibe erfahren und deswegen auch offen für unsere Position sind. Und ich denke schon, dass wir heute eine gewisse Anschlussfähigkeit haben. Ohne, ich weiß, warum manche Leute das vielleicht zu negativ sehen. Die denken dann, man würde dann vielleicht Positionen aufweichen oder man würde weniger authentisch radikal wirken. Das hat für mich aber damit gar nichts zu tun, weil es kommt ja immer darauf an, wie ich etwas formuliere. Ich kann es vernünftig, sachlich darbringen oder halt ich kann eben so, wie die Presse uns gerne hätte, wie auch meistens bei Demonstrationen aufgeheizt, da rumbrüllen und sagen, hier, das sind unsere Forderungen. Ich denke aber, dass wir da auf einem guten Weg sind, vor allem, weil unser Spektrum, was wir bedienen und was wir ja, mit, sage ich mal, mit Gleichgesinnten abdecken, immer breiter geworden ist. Thema Musik, damals gab es halt eben nur diesen Rechtsrock, heute gibt es Metalbands, Rapbands, alles Mögliche. Muss man nicht alles mögen, aber es geht ja nicht um mich, ja, oder auch nicht um dich, sondern es geht darum, dass wir Transportmittel haben für unsere Weltanschauung. Und bei mir war damals, oder auch bei dir wahrscheinlich, eher so die Rockmusik, die Protestmusik. Und heute ist es dann halt, jetzt fällt mir gerade spontan ein, ich hatte jetzt mit einem Mitstreiter einen Podcast aufgenommen, der ist auch so in diesen Prepping-Geschichten drinne, oder auch Sebastian Schmidtke, bei dem will ich auch irgendwann mal zu Gast sein, wenn er seine Wanderung macht. Das heißt also, ich denke schon, dass wir da auf jeden Fall anschlussfähig sind, anschlussfähiger als noch vor 10, 15 Jahren. Und was uns halt eben in die Hände spielt, sind halt die verschiedenen Krisen. Ne? Sei es 2005, die Euro-Krise, ich sage bewusst Euro, nicht Europa, oder EU-Krise ist vielleicht noch besser, weil EU hat für mich nichts mit Europa zu tun. Oder halt eben jetzt die ja, Corona-Maßnahmen, die auf sehr wackeligen Füßen steht. Aber da kommen wir wahrscheinlich später noch zu. Ne? Also ich denke schon, dass es da eine Weiterentwicklung gab von uns. Wichtig ist aber trotzdem, dass man sich nicht selbst entleibt, also dass man schon seinen Standpunkten treu bleibt, aber das halt eben vernünftig artikulieren kann. Ja, das ist im Grunde genau das, was ich auch versuche in meiner Partei durchzusetzen. Und wir hatten die Debatte ja auch mehrfach. Im Grunde ist diese Debatte so alt wie die Partei selbst, das immer wieder heißt, wenn man versucht zu erklären, naja, die Zeiten ändern sich, dadurch ändern sich ja keine Programmpunkte und das, was man will, ändert sich ja nicht. Aber die Gesellschaft ist eben doch etwas im Wandel und man kann heute nicht auftreten, wie man das vor 60, 70 Jahren vielleicht konnte. Es ist einfach so. Das heißt aber nicht, dass man etwas anderes will. Aber das führt ja im Grunde gleich zu dem nächsten Punkt. Du hast das richtig gesagt. Das Spektrum bei uns in der Bewegung ist inzwischen sehr viel größer. Es gibt viel mehr Richtungen in Sachen Musik. Es gibt in unheimlich breites Angebot an Podcasts, an YouTube-Kanälen, an allem Möglichen kann man sich da bedienen. Und du hast im Grunde ein Projekt gestartet, das bis zu dem Zeitpunkt einzigartig war und heute eigentlich auch noch einzigartig ist, nämlich mit Nana Domäner, Multikulti trifft Nationalismus. Und ich hatte, als das Projekt gestartet wurde, schon einmal schon so, naja, zweigeteilte Meinungen dazu, diese Reaktionsvideos darauf gemacht habe, habe ich das erst wieder richtig gemerkt, dass, gut, da machen wir jetzt einfach so weiter. Wir zeichnen das jetzt auf, also es gab Ja. ein technisches Problem, das noch nicht genau analysiert ist, woran das jetzt hier liegt. Also bisher gab es diese Probleme so in der Form nicht, aber naja gut. Wir zeichnen das Ganze jetzt auf, damit das Gespräch für euch trotzdem zu sehen ist. Frank, du warst gerade dabei, über Multikulti trifft Nationalismus zu sprechen. Hak da einfach nochmal ein und wir machen dann weiter. Genau. Ich hatte ja erklärt, wie wir uns da kennengelernt haben und dass es halt schwierig war, Gesprächspartner zu finden, die halt Kritiker meiner Weltanschauung sind. Und aus diesem Grunde hatten wir dann auch
zwei Veranstaltungen veranstaltet, zwei Podiumsdiskussionen mit Vertretern von, also die Etablierten haben komplett die Segel gestrichen, die waren alle eingeladen, also von allen etablierten Parteien, keiner wollte kommen. Und das war dann, lief dann so rum, obwohl von den, gut, nicht etabliert, aber von den Piraten war einer da, der Jan Siekers, fand ich auch ganz interessant, sich mit ihm auszutauschen. Und wir haben eigentlich gezeigt, dass es möglich ist, dass man durchaus auch Linke, jetzt keine etablierten, jetzt auch keine Antifa-Leute, aber sage ich mal, Linke, die ein gewisses Niveau haben, mit denen man sich austauschen kann, argumentativ, und auch Migranten waren dabei, haben wir eigentlich ge gezeigt, dass es durchaus möglich ist, so viele verschiedene Meinungen eben an einen Tisch zu kriegen und dann halt eben sich argumentativ auszutauschen, ne? Und das ist halt doch ein Riesenerfolg. Ja, und vielleicht jetzt noch eins zu den Leuten, die das vielleicht jetzt nicht so toll finden, die dann sagen, ja, aber Frank, du redest doch mit dem Nana, der ist ja immer noch für Multikulti. Ja, natürlich. Ja, ich will ja nicht, dass er Nationalist wird oder deutscher Nationalist oder dass er alles, was ich sage, abnickt. Natürlich gibt es Themen, wo er mir ja auch recht gibt. Ja, also er hat ja selber mitbekommen, was da los war auf der Domplatte und das möchte er logischerweise auch nicht. Ne? So, aber das ist halt eben ein Knackpunkt. Ich will ihn ja nicht von meiner Meinung überzeugen oder dass er jetzt alles sagt, was ich sage, ist gut, sondern worum es uns geht, ist eben zu zeigen, dass man sich austauschen kann, auch wenn das nicht vorhanden ist. Also wir haben eine Kommunikationsebene, obwohl wir ja nicht alle Meinungen teilen. Ja, also ich hab das ja, ich habe eben bereits angerissen, dass ich da auch gemerkt habe, dass einige da etwa gar nicht damit einverstanden sind. Aber dann stellt sich natürlich auch die Frage, ob man sich wirklich in einer Filterblase bewegt oder und ob man überhaupt wirklich an der Lösung von Problemen interessiert ist. Weil ich interessiere mich ja tatsächlich für die Komplikationen, die eine multikulturelle Gesellschaft mit sich bringen. Ich interessiere mich ja tatsächlich für Lösungsansätze und will herausfinden, wie wir aus dieser Misere herauskommen. Und es gibt dann natürlich immer diese Oberschlauen, die sagen, ja, und die schicken wir dann alle irgendwie mit Flugzeugen nach Hause. Aber das ist ja Unfug, weil wo schickt man denn Millionen von Menschen mit welchen Flugzeugen hin? Und als Politiker will, muss und will ich aber auch ja die Frage beantworten, wie man das Problem konkret lösen kann. Und mich interessiert ja auch, wie diese Leute, über die wir auch sprechen, das sehen. Und ich habe dann in diesem Gespräch mit dir und Nana schon auch ein, zwei Aspekte gelernt oder mitgenommen, an die ich vorher so gar nicht gedacht hatte. Und Politik heißt ja eben nicht, dass man sich wie in der Kneipe am Stammtisch da irgendwie nur über Dinge echauffiert, sondern es ist ja unsere Aufgabe, Probleme konkret zu lösen. So, und konkret lösen heißt, dass ich mich mit der Problematik auseinandersetzen muss. Und das sind nun mal ja auch Menschen, über die wir reden. Ja, das ist zwar eine politische Dimension, aber, und das versuche ich ja auch Linken immer zu sagen, dass wir auf der einen Seite Probleme politisch lösen wollen, dass es aber ja kein, oder zumindest in den allermeisten Fällen oder generell ist es ja nicht so, dass man jetzt konkret einen Menschen hassen würde oder ablehnen würde, sondern als Politiker muss ich eine politische Situation bewerten und muss auch Probleme, Lösungsansätze finden. Und das heißt aber ja nicht, dass der Nana oder sonst irgendwer ein schlechter Mensch ist oder ein böser Mensch ist, sondern mit dem kann man sich ja Nee, unterhalten. gar nicht. Genau das ist der Punkt. Aber das findet man ja eben erst raus, wenn man mit den Leuten spricht. So, Genau, es geht ja auch um die Zustände, die daraus entstehen. Ja, ich habe ja auch das Beispiel öfter mal gebracht. Es gab sicherlich auch im Kosovo Serben und Kroaten, da haben die Kinder Fußball gespielt, das war alles super, aber trotzdem kam irgendwann mal die UÇK oder kam halt der Bürgerkrieg zustande. Und ich wäre ja naiv, das sagen ja dann der politische Gegner, der sagt dann, ja, guck mal, Frank, du kennst doch jetzt einen Schwarzen, mit dem verstehst du dich gut.
Wieso bist du denn gegen Ausländer? Ja, oder warum willst du die Leute denn alle rausschmeißen? Sag ich auch, pass mal auf. Das ist eine persönliche Ebene und Menschen sind nun mal keine Copy- und Paste-Wesen, ja, wo ich jetzt Steuerung C und V und sag einfügen, kopieren und das, was bei denen funktioniert, funktioniert bei 7,8 Milliarden Menschen. Das ist Unsinn, ja. Und das ist ja auch etwas, worauf ich hinweise. Es geht mir nicht um den einzelnen Menschen Genau. und dem einzelnen Ausländer. Mache ich ja auch noch nicht mal den Vorwurf, sondern er ist ja auch nur Teil eines Spiels. Und jetzt sage ich mal ganz plump: Hass gegen Ausländer, das ist nicht radikal, das ist hohl. Ja, weil das Problem ist ja das System, das dafür sorgt, dass die Leute hier hinkommen, dass sie dort entwurzelt werden. Und dann halt eben, sei es Asylticket oder sonst irgendwas oder Open Society Stiftung, verteilt dort Broschüren, wie sie am besten herüberkommen, haben Anwaltstelefonnummern, dass sie hier nicht mehr abgeschoben werden können. Das ist alles, wenn man wirklich radikal dieses, also an die Wurzel das Problem lösen will, dann muss man sich damit befassen und nicht mit dem Symptom der ja, multikulturellen Gesellschaft. Klar, das ist das Symptom, aber das ist ja nur entstanden, weil man dafür gesorgt hat, dass es entsteht. Ne? Und deswegen muss ich ja auch dort wieder anfangen, an der Wurzel das Problem anzupacken. Und ich kann nicht sagen, ja, der Ausländer ist schuld und keine Ahnung, zettel jetzt sonst irgendwas an gegen die Fremden, sondern ich muss eben schauen, dass ich Mechanismen finde, dort vernünftig ja, einzugreifen. Natürlich mit unseren bescheidenen Mitteln. Ne? Ja, du hast jetzt, oder wir haben jetzt beide so ein bisschen auch die Schuldfrage aufgegriffen. Ja, wer ist denn überhaupt schuld? Wem haben wir diesen ganzen Mist denn zu verdanken? Ist das etwas, ich meine, die Frage werden wir auch noch mit Corona aufgreifen müssen. Ist das etwas, wo sich einfach ein gewisser Automatismus entwickelt, wovon viele profitieren, von dieser ganzen Migranten-Problematik profitieren ja auch viele. Damit wird viel Geld verdient. Egal, ob das jetzt über Lohndrückerkolonnen für die Wirtschaft ist oder ob bestimmte Verbände davon profitieren. Ist das etwas, wo sich ein gewisser Automatismus entwickelt, oder glaubst du, dass das doch eher etwas ist, wo Eliten dieser Welt eine gewisse ja, Steuerungsfunktion ausüben und versuchen, global etwas zu bewegen? Und das ist so eine Verzahnung, würde ich sagen, weil klar, jeder Mensch ist ja erstmal selbstverantwortlich für sich selbst. Und wenn jetzt jemand sagt, er wählt die Grünen, weil er für die Umwelt ist, aber gleichzeitig dafür sorgt, dass es hier die nächste Balkanisierung stattfindet, dann ist dieser Mensch natürlich erstmal dafür verantwortlich. So, es ist aber so, wenn wir reden über den freien Willen, gibt es den? Ja oder nein? Ich habe da so meine Zweifel, denn alles, was wir machen und tun und denken, hat natürlich irgendeine Ursache. Ja? Und das Problem ist halt eben mit dieser, auch diese Mainstream-Blase, die gibt es ja auch. Jeder Mensch steckt mehr oder weniger in der Blase. Da will ich mich auch gar nicht freisprechen. Nur sage ich mal, bei mir wird die Blase ja schon aufgebrochen, wenn ich mich auf mein web.de-Postfach einwählen will und sehe schon die Werbung des Mainstreams oder die Nachrichten. Ja? Die klicke ich ja auch mal an, lese diese auch, damit ich auch weiß, ja, was so die veröffentlichte Meinung denn ist. So, jetzt werden aber diese Leute durch dieses, nennt man ja Politiker, dieses Nudging, also in eine bestimmte Richtung gedrängt. Ja, die einen merken es, die anderen merken es nicht. Und ja, dann ist natürlich die Frage, wer ist jetzt schuld? Ja, also oder wer ist verantwortlich? Das ist wahrscheinlich so die Frage, was war zuerst da, das Ei oder das Huhn? Natürlich gibt es Machtinteressen oder Gruppen, die halt verschiedene Machtinteressen haben und die nutzen die Werkzeuge, die sie zur Verfügung haben. Und dazu zählt natürlich die Meinungskontrolle. Metapolitik, Riesenthema, machen die Gegner ja genauso, sogar seit ja, über einem halben Jahrhundert und das erfolgreich. Und deswegen finde ich, für mich persönlich, kann man die auch nur auf diesem Feld schlagen. Also du machst halt Parteienpolitik, finde ich jetzt auch nicht irgendwie was Schlimmes. Nur für mich ist es halt eben nichts. Es muss aber auch Leute geben, die das machen. Um halt eben auch für Menschen Ansprechpartner zu sein oder auch ein Sammelbecken zu haben, wo sich eben Menschen, die, nennen wir es mal, aufgewacht sind oder zur Besinnung gekommen sind, klingt vielleicht noch besser, dass die einen Ansprechpartner haben.
Aber im Endeffekt, gut, jeder ist seines Glückes Schmied, ja. Also ich kann jetzt auch nicht die Menschen total aus ihrer Verantwortung nehmen und sagen, ja, ihr werdet ja auch alle nur von der ominösen Gruppen aufgehetzt und missbraucht. Jeder hat ja seinen Kopf zum Nachdenken und auf YouTube gibt es ja auch noch was anderes als Katzenvideos. Das heißt, jeder ist ja auch irgendwo in der Pflicht, sich selbst zu gewissen Themen zu informieren. Ja, also wie gesagt, ich halte nichts davon, das nur auf eine bestimmte Elite zu schieben, sondern da ist auch ein gehöriges Maß an Eigenverantwortung dabei. Wir beide haben es ja auch geschafft oder andere Leute auch, vieles zu hinterfragen. Und wenn dann mir einer mit einem Doktortitel sagt, ja, ich habe hier nur eine Verschwörungstheorie, ja, Impfzwang, und vor 2 Tagen gibt es dann halt eben die Meldung, dass für Geimpfte Sonderbehandlungen kommen. Wer ist dann der Verschwörungs- also bin ich der Verschwörungstheoretiker oder sind das die Verschwörungspraktiker, die das umsetzen? Ja, dazu gehören immer mehrere Leute. Ja, also die Frage wird ja auch immer wieder gestellt, insbesondere seit wir Corona haben, um dann vielleicht auch mal langsam in diese Richtung zu kommen, denn das ist ja im Moment das Thema, das allgegenwärtig ist, nicht nur Corona im Allgemeinen, du hast auch den Impfzwang schon angesprochen. Darüber könnte man ja alleine nächtelang sprechen, über Maßnahmen, Verhältnismäßigkeiten. Wo kommt das her? Wer verdient am Maskenverkauf? Wie kann das sein, dass ein Gesundheitsminister, dessen Mann eine halbe Million FFP2-Masken an die Regierung verkauft und all dieser Kram, ne? Das müssen wir jetzt nicht alles wieder aufwählen, aber es gibt da könnte man nächtelang drüber sprechen. Aber da sind wir auch schnell in dieser Situation, wo ich am Anfang mir nicht sicher war, wo ich dachte, naja, da scheint schon etwas dran zu sein, weil ja auch so unterschiedlich gestrickte politische Systeme, egal ob das die selbsternannten Demokratien wie die Bundesrepublik sind, ob das China ist, ob das völlig egal Ungarn ist, Russland, alle haben da irgendwie mitgemacht und haben gesagt, ja, das ist ein Riesenproblem, wir müssen da jetzt Lockdowns machen und weiß der Teufel was, wo man sich dann schon fragt, also haben die sich jetzt alle abgesprochen mit diesem Wahnsinn oder zieht einfach jeder für sich seinen Nutzen daraus? Denn jeder Machthaber, egal ob er sich jetzt mit dem Wörtchen Demokratie schmückt oder ob man ihm den Vorwurf einer Diktatur macht oder ob es eine Monarchie ist, hat natürlich ein Eigeninteresse, seine Macht zu stärken. Und wenn man, ich sag mal, ein so, ja, dankbares Mittel wie Corona oder eine Pandemie an die Hand kriegt, auf dessen Rücken man seine Macht ausbauen kann, über entsprechende Einschränkungen der bürgerlichen Freiheiten, sofern es die vorher überhaupt gab, dann ergreift man die vielleicht. Und dann sind sich natürlich auch ohne Absprache wahrscheinlich alle zumindest im Ausdruck ihrer Reaktion ähnlich. Oder wie erklärst du dir, oder eigentlich müssten wir jetzt mit der Frage beginnen, was ist an Corona dran? Aber ich will die Frage trotzdem vorwegnehmen. Wie Ja. beurteilst du die Lage? Warum ist die Welt bei dieser Frage offenbar, zumindest in weitesten Teilen, wie gleichgeschaltet? Das hat, denke ich, durchaus mit Machteliten zu tun, denn es gibt ja viele supranationale Organisationen, wo ja auch Staatenlenker aus vielen verschiedenen Nationen eben zusammenkommen. Das ist ja auch zum Beispiel das Council of Foreign Relations, oder es gibt ja auch glaube ich, eine deutsche Ausgabe davon. Da haben wir es ja zum Beispiel auch, dass Politiker verschiedener Parteien auf einmal da an einem Tisch sitzen und die gleiche Agenda fahren. Aber dann, wenn sie rauskommen, kommt das Kasperle-Theater. Wir wollen das, wir wollen das, um halt dem Wähler sowas bieten zu können. Und genauso gibt es das ja auch hier im Weltwirtschaftsforum. Ja, das ist ja keine deutsche Angelegenheit, sondern das sind Firmen, das sind Medienkonzerne, sind da vertreten. Und ja, wer da ist oder wer da halt eben mitzieht, der hat natürlich auch eine gewisse Agenda, nämlich die von The Great Reset. Ja, das braucht man sich ja nun mal auf der Netzseite des Weltwirtschaftsforums anschauen. Und dort steht ja auch, gibt es ja diese schöne Grafik, die sich so verändert. Mal eingeben, der perfide Plan des Weltwirtschaftsforums
Und da steht ja auch ganz klar als Ziel, diese sogenannte Pandemie zu bekämpfen, eine Weltregierung. Ne? Also jetzt mal fernab von irgendwelchen Theorien. Sie sagen es ja selbst, man kann sie es ja angucken. Ja? Und wer das leugnet, na gut, dem ist halt eben nicht mehr zu helfen. Aber ich denke schon, dass da natürlich, klar, da ist ein globaler Plan dahinter. Nur gibt es ja auch durchaus Völker, die da eben weniger mitspielen als jetzt der Bundesbürger, die dann halt eben schon auf die Straße gehen, wo auch sogar die Polizei dann nicht mehr mitspielt. Ja, also das zu der Frage auf jeden Fall, denke ich, ist das gesteuert, ne? Und jeder Machthaber, klar, der versucht natürlich dann seinen Nutzen daraus zu ziehen, was natürlich auch Manifestierung seiner eigenen Macht ist, ne? Aber haben jetzt Russland, China, die USA, haben die ein Interesse an einer einen Weltregierung? Oder ist es jetzt eher so, dass Putin sagt, naja, kommt mir jetzt auch gerade gelegen, die Spinner von was weiß ich hier, die stelle ich damit erstmal ruhig? Ja, kann durchaus sein. Ne? Ich weiß nicht jetzt, wie die aktuelle Lage in Russland ist. Ich weiß nur, bei einigen Ländern wurde der Lockdown ja wieder aufgehoben, auch in den USA seit einiger Zeit sogar schon. Ich weiß nicht, ob das jetzt flächendeckend oder einzelne Bundesstaaten waren. Also Dann Holland, fast glaube alle ich. Staaten lockern im Moment. Ja, Holland hat, glaube ich, auch alles seit dem Wochenende aufgehoben. Und ja, jetzt kann man natürlich darüber spekulieren, war das jetzt nur so ein Schritt, so eine Salamitaktik, ja, dass man jetzt einfach mal geschaut hat. Man hat die Leute schon mal dran gewöhnt. Ich erinnere mich noch an 9/11, diese Flugbeschränkungen oder dass man keine Flüssigkeiten mehr mitnehmen kann. Das sollte ja auch alles erstmal nur temporär sein. Jetzt ist es Standard, ja. So. Und jetzt haben sie halt zig Millionen Leute geimpft. Vielleicht wollen sie erstmal gucken, wie das jetzt wirkt. Oder das war vielleicht von Anfang an so ein Etappenziel. Ich weiß nicht, wie viele Millionen Leute sich die Tracking-App runtergeladen haben, damit sie dann diese Corona-App oder den Impfausweis werden sicherlich auch einige Millionen Bürger machen. Also weltweit natürlich noch viel mehr. Ich rede jetzt nur von der BRD. Und das sind halt immer so dieses zwei Schritt vor, eins zurück. Und da gab es mal ein kurzes Video vom Herrn Wischnewski, dem Journalisten. Das fand ich ganz interessant, weil ja diese Verordnungen absolut widersprüchlich und kurios sind. Also ich darf in einem Bus sitzen mit ganz vielen Leuten, aber nach 22 Uhr nicht mehr mit meiner Frau spazieren gehen. Ja? Oder es gab da in Thüringen oder Sachsen, da wollten die Leute einfach nur in den Wald gehen, wurden dann von der Polizei gejagt. Total geisteskrank. Und da sagte er, das glaube ich auch, so ein Mittel. Das findet man zum Beispiel als Folter in Gefängnissen, um die Leute zu verwirren. Man will verhindern, dass die einen geordneten oder einen Rhythmus in ihr Leben kriegen. Zum Beispiel, man sagt dem Inhaftierten, heute darfst du bis 15 Uhr deinen Rundgang machen, danach gibt es ein Essen. Ja, und am nächsten Tag denkt er, ach, kann ich auch. Ist vielleicht um 10 vor 3 noch draußen. Auf einmal kommen die Knüppel, ey, du musst sofort wieder rein. Verbot. Ne? Also dieses Verwirren und dieses Hin und Her als Taktik. Um die Leute halt eben vollkommen zu verwirren. Ne? Und ja, das ist, denke ich, etwas, was auch so wirklich umgesetzt wird, weil mit normalem Menschenverstand ist das einfach nicht mehr zu fassen. Ich habe gestern mal geschaut, bei mir im Rhein-Sieg-Kreis, ich glaube, 600.000 Menschen leben dort und 18 Personen wegen Corona auf Intensiv und gerade mal 8 Personen werden da stationär, also mit Atemgerät. Also 8 Personen von 600.000. Also klar, mir tut es natürlich leid um die Leute, aber deswegen diesen Pandemiestatus ist absolut wirr. Ja? Und ich habe eine Diskussion gehabt unter meinem Instagram-Profil, habe ich einfach mal eingegeben, Corona, Sterblichkeit Corona. Da waren wir bei 2,75%, glaube ich. Und da sind sogar die Menschen dabei mit oder an Corona. Ne? Wir kennen ja die Geschichte, einer wird vom Blitz erschlagen, man macht einen Test, positiv, dann auch noch mit einem PCR-Test, der eh total laut Fokus sogar 40% Fehlanzeige hat. Also gesundheitlicher Nutzen hin und her. Hier wird was konstruiert, was einfach nicht stattfindet. Das ist ja auch, also das ist ja im Grunde eine ähnliche Debatte. Deswegen habe ich ich sehe da so ein leichte Parallelen auch zu Multikulti trifft Nationalismus, zumindest was bestimmte psychische Muster so angeht, ne? Also das ist ja hier genau das Gleiche.
Man ist ja, egal inwiefern man irgendetwas kritisiert, man ist ja sofort irgendwie ein Verschwörungstheoretiker oder ein Corona-Leugner. Und da wird ja sofort mit Begriffen operiert, die ja völlig unzutreffend sind. Also ich leugne ja gar nicht, dass es Genau. Corona gibt. Ich leugne ja gar nicht, dass es ein Virus gibt. Nur die Ja. Verhältnismäßigkeit ist ja vollkommen absurd. Ja, du hast die Zahlen bereits angesprochen. Ich hatte vor einiger Zeit ein Video gemacht, auch im Vergleich dazu, was Sterblichkeit bei Krebserkrankungen angeht, was Herz-Kreislauf-Erkrankungen angeht, was ja auch alles oder nicht immer, aber zu einem großen Teil Erkrankungen sind und von Ursachen herrühren, die vermieden werden könnten. Ja? Und die Genau. Bundesregierung geriert sich jetzt hier als der große Schützer des Volkes, der persönlichen Gesundheit und der persönlichen gesundheitlichen Rechte und aber schaut zu, wie die Hälfte der Deutschen an Krebs sterben, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen sterben, an Verfettung, weil sie sich mit Zucker vollpumpen oder sonst was, oder weil sie Genau, an ja. zu hohem Alkoholkonsum sterben, an Drogen, oder die Liste ist ja endlos. Da interessiert es den Staat einen feuchten Dreck, ob die Leute krepieren und ob vielleicht auch Kinder schon damit in Berührung kommen. Da achtet der Staat in keinster Weise darauf. Wenn aber 1-2% an oder mit Corona sterben, dann wird ein Riesentheater veranstaltet, die Läden werden dicht gemacht, die Wirtschaft wird runtergefahren, es werden Milliarden aus dem Fenster geworfen. Und da denke ich mir auch immer, da muss doch auch der Letzte irgendwann mal fragen, was dahinter steckt, welchen Sinn dieser ganze Ja, das Hokuspokus hat. ist halt dieser Alarmismus, ja, also die Angst und Schuld, ja, wir sind ja unsolidarisch, wenn wir uns nicht impfen lassen, unsolidarisch, wenn wir keine Maske tragen. Gut, bei unser einer prallt das vielleicht ab, weil wir wissen, das ist irrational oder generell Schuld ist ja etwas Negatives. Ich trage Verantwortung für etwas, aber schuldig fühlen würde ich mich vielleicht für eine persönliche Verfehlung, aber ich sehe in Bezug meiner Person zu diesem sogenannten Coronavirus wüsste ich nicht, was meine Verfehlung sein soll. Wenn ich krank bin, huste ich keinen Menschen an, alte Menschen schon gar nicht. Das ist vollkommen normal. Aber wie du schon sagst, also wenn man das in Relation setzt, dann sieht man ja, da muss ja eine andere Agenda hinterstecken. Ja? Sozial- oder Gesundheitssystem kaputt gespart, wie du auch aufzählst. Ja? Also alle können sich mit Drogen voll stopfen oder die auch zum Psychiater rennen, werden auch immer jünger. Ja? Auch als Ergebnis von irgendeiner Drogenkarriere, die man vielleicht mit 12 angefangen hat und mit 16 ist man schon total im Eimer. Na, du sollst dich, Das ist du sollst, alles dem Regime. ja, also du sollst dich wahrscheinlich schuldig fühlen, wenn du deine Grundrechte wahrnimmst. Ja, erstens das ganz genau, weil man das ja damit verknüpft. Ja, also wenn du das Recht da rausnimmst, dass du ohne Maske auf eine Demo gehst, dann steckst du ja ganz viele Menschen an. Ja? Und dann, wie du schon sagst, die Überspitzung, ja, die, die da demonstrieren, die glauben da ja gar nicht dran. Die sagen, das wird ja alles gar nicht stimmen. Ja? Also wieder dieses Überspitzen mit Kampfbegriffen um sich werfen, das ist ja genauso wie mit dem Begriff Reichsbürger. Ja? Also wenn ich sage, mit der Souveränität stimmt irgendwas nicht, ja, bist ja ein Reichsbürger. Ja? Oder bist ja ein Nazi, auch so Standard-Ding. Ne? Also gut, dann sage ich halt, kommt ja immer darauf an, wie man drauf reagiert. Ja, da sage ich ja gut, ich bin lieber Nazi als total durchgeknallt. Ja, also, man darf da auch nicht über jedes Stöckchen springen. Und irgendwelche Kampfbegriffe sind mir auch egal. Ja, wenn er sagt, du bist ja ein Verschwörungstheoretiker, meine ich ja gut, solange es Verschwörungen gibt, kann ich die Theorie ja auch spinnen. Ja, da rudere ich ja nicht gleich zurück und sage, nee, oh Gott, Entschuldigung, stimmt nicht, ich bin im Unrecht, sondern vor allem auch wieder die Begriffe mal klären. Das ist ja auch das, was ich ständig sage oder auch bei meinen Vorträgen. Wenn man über irgendetwas diskutiert, erstmal die Begriffe klären und dann redet man auch nicht mehr aneinander vorbei. Ja, also das ist ja wirklich, also zum einen die Geschichte, dass man erstmal oder andere Geschichte aufgegriffen, die Begriffe klären oder die Reaktion von Bürgern auf Corona-Ignoranten, Maßnahmen-Ignoranten oder weiß der Doll was, wie die dann auch immer bezeichnet werden, was ja, augenscheinlich passiert, ist ja auch, dass wir eine Unmenge an Denunzianten in dieser Gesellschaft haben, die durch so eine Geschichte erst richtig, ja, man kann schon sagen, aufblühen. Also wenn ich manche auch Kommentarstränge
unter FAZ-Beiträgen, Spiegel oder was auch immer lese. Also da sind ja manche, die kochen ja förmlich vor Wut. Die rasten ja förmlich aus. Da hat man wirklich, wenn man deren Kommentare liest, kann man richtig sehen, wie die in die Tischkante beißen und die Tastatur zertrümmern, wenn man einfach nur kritische Fragen stellt. Und das anhand von Fakten. Ja, man stellt einfach nur Fakten auf und stellt eine kritische Frage, rasten die sofort aus. Aber die Frage mal analysieren oder drüber nachdenken, das machen sie nicht. Und da ist schon, also Ja. das ist. Da kommt man ja auch mit Vernunft oder guten Argumenten überhaupt nicht mehr gegen an. Nee, das ist, da hast du recht. Und das ist auch, wenn du die Parallele zum Multikulti trifft Nationalismus ziehst, das ist dieses Emotionale gegen Fakten, ne? Also ich sag mal, rechts ist ja mal gern mit Fakten parat und die linke Seite ist ja immer sehr emotional. Und auch was die Masseneinwanderung angeht, spricht man auch mal von Schuld. Also wir sind jetzt schuld für die Kolonialzeit, wir sind schuld, dass internationale Waffenkonzerne legal Waffen dort und dorthin liefern, sind wir alle schuld. Ja, allein aufgrund unserer Hautfarbe, die es ja angeblicherweise gar nicht gibt. Ne? Rassen sind ja nur soziale Konstrukte. Der Umwelt sind wir ja auch schuld, ja, weil wir so einen großen ökologischen Abdruck machen, aber auch nur wir beide. Die 2 Millionen, die 2015 eingewandert sind, die hinterlassen natürlich keinen ökologischen Abdruck, weil es sind ja nicht Weiße. Und das ist auch wieder dieses ganze Irrationale, was aber mit den gleichen Mechanismen funktioniert. Ja? Und dann hast du natürlich die Tagesschau-Jünger, so nenne ich die Leute immer, die abends um 8 Uhr ihre Tagesschau anschauen und das wirklich auch für bare Münze nehmen. Und wenn dann jemand kommt und dieses geschlossene Weltbild, diese heile Welt, ja, Vater Staat, der will uns ja nur schützen vor irgendeiner Bedrohung. Und dann kommen Leute wie wir, die dann natürlich schon stigmatisiert sind als, ja, wie du sagst, es schon sagst, Corona-Leugner, ja, obwohl das überhaupt nicht stimmt. Ich habe eine Kampagne gestartet, kann ich vielleicht mal gerade einwerfen, diese Impfrebell-Kampagne. Und da sind auch schon 30.000, 40.000 Flugblätter verteilt worden. Und auf einmal ruft mich jemand an, ne, mit Nummer. Ich hatte dann zurückgerufen, weil ich gerade auf dem Weg zur Arbeit war. Und auf einmal, ja, Herr so und so aus Aachen, Sie haben mir da was in den Briefkasten geworfen. Manche, nee, ich denke eher nicht. Ne? Ja, aber hier steht doch Ihr Name drauf. Manche, ja klar, VWSDP halt. Ne? Ich bin für den Inhalt verantwortlich, aber nicht dafür, wer Ihnen das in den Briefkasten. Ja, mit so einem Corona-Leugner und rechten Kram will er nichts zu tun haben. Er will, dass ich das persönlich abholen komme. Manche, also ich mache gar nichts, schmeißen es weg, wenn sie es nicht wollen. Ja, dann würde er mich anzeigen. Ne? Manche, ja gut, dann, wenn sie meinen, dann hat er mich dann per E-Post noch belästigt. Beziehungsweise wollte noch mit ihm noch darauf eingehen, warum ich kein Corona-Leugner bin. Da hat er dann aufgelegt. So ein älterer Herr war das. Wahrscheinlich auch hier voll sozialisiert, BRD-mäßig und wollte wahrscheinlich, weil er so viel Freizeit hat, mir da ein bisschen auf die Nerven gehen. Drohte jedenfalls mit meinem Anwalt und hatte mich dann nochmal per E-Post kontaktiert. Und da habe ich ihm gesagt: Hören Sie mal, erstmal, was Sie mir da vorgeworfen haben, stimmt ja nicht. Ne? Also ich leugne gar nichts. Und zweitens bin ich auch nicht dafür verantwortlich, wer Ihnen meine Flugblätter reinwirft. Die kann man bei mir bestellen oder auch kostenlos runterladen. Dafür bin ich nicht verantwortlich. Und die Flugblätter, die man bei mir bestellt, da wird ein Blatt beigelegt, das an den Briefkästen, wo dran steht, bitte keine Werbung. Genau das war ja der Grund, weil er hatte dran, bitte keine Werbung einwerfen, dass ich darum bitte, das zu verzichten. Und damit ist meine Schuldigkeit getan, was andere Menschen jetzt mit den Flugblättern machen. Bedauerlich, aber nicht meine Schuld. Ne? Also das mal zum Thema gut konditionierte Bundesbürger, die schon Kosten und Mühen nicht scheuen, um mich jetzt anzurufen, weil sie irgendein Flugblatt im Briefkasten haben. Ja? Was auch nur mit Fakten gespickt war. Ja? Ich habe die Todeszahlen auch in unserer beiden Altersgruppen. Ich glaube, das war letztes Jahr bis Ende Dezember 0,075 oder 0,073%. Ja? Also lachhaft. Ja. Ja, also die Frage, die ja besonders auch für Politiker sehr umtreibt, ist natürlich die der Einschränkung von Grundrechten. Du hast das eben bereits angesprochen, für die Geimpften soll es ja entsprechende Lockerungen geben, die zweimal geimpft sind oder wie auch immer. Und ich habe ja selbst auch ein Video dazu gemacht, dass Grundrechte eben keine Sonderrechte sind. Und dass man sich für Grundrechte ja nicht qualifizieren muss. Denn Grundrechte sind ja gerade dafür da und sollen dann,
gelten, wenn eine Notsituation eingetreten ist. Wenn alles in Ordnung ist, dann ist ja schön, dass man Grundrechte hat, nur dann merkt man die ja im Grunde nicht wirklich. Sondern Grundrechte sind für die Phasen und Zeiten da, wo eine Notsituation ist und ich mich als Bürger auf meine Grundrechte verlassen können muss. Also wissen können muss, ich habe Grundrechte und die können nicht angetastet werden. So, jetzt haben wir eine Notsituation und das Erste, was man tut, ist, man schränkt meine Grundrechte ein. Also ein Wahnsinn. Und da ist natürlich die Frage, also als Bürger, der ansonsten immer ganz vorne dabei ist, schlaue Kommentare unter Spiegelartikel zu schreiben und der ja so gut der so aufgeklärt ist, ja, und sich mit Toleranz und Demokratie bestens auskennt, müsste ich doch an dieser Stelle sofort an die Decke gehen und sagen, Leute, so geht das nicht. Das ist nicht der Sinn von Grundrechten. Aber genau die Leute sind es jetzt, die das Vorgehen der Bundesregierung, zumindest nicht alle, aber in weiten Teilen, für gut befinden und der Regierung das Wort reden. Und da ist natürlich, das war auch für mich wieder so ein Erlebnis, wo ich dachte, also ist denn diese Gesellschaft, ist dieses Land und sind diese Bürger denn überhaupt noch zu retten? Sind die überhaupt zu retten? Also meine Die Frage an Frage dich, ist, ob das ja. jemals anders war. Ne, die Frage ist, ob das jemals anders war. Und Menschen funktionieren nun mal so. Ne? Also ich habe ja schon gesagt, man soll die Menschen nicht komplett aus ihrer Verantwortung nehmen für das, was sie tun. Aber es gibt nun mal gewisse Mechanismen, die auch von der Werbung genutzt wird. Wie bringe ich Menschen dazu, etwas vollkommen Sinnloses zu kaufen? Und das auch noch mit gutem Gewissen. Und was noch dazu kommt, ist ja, dass den Menschen vollkommen abtrainiert wurde, eine vernünftige Streitkultur zu leben. Also jeder ist ja gleich diskriminiert, ist beleidigt, fühlt sich angegriffen, aber ist gar nicht mehr in der Lage, sich mal vielleicht einen anderen Standpunkt anzuhören und den zu kommentieren. Das kommt, glaube ich, auch noch dazu, dass die Menschen alle so schön in Watte gepackt sind. Das sieht man ja auch gerade bei den Migranten. Da muss ja nur ein falsches Wort fallen Haben und wir ja schon gerade kommt die den Antirassismus. Quotenschwarzen. Ja. Ja, genau, ne? Das einfach nur als Gag gebracht und schon heult er rum. Das zeigt ja auch, wie dünnhäutig diese Leute sind. Was unser einer sich damals hat alles anhören müssen in der Schule. Ja, scheiß Kartoffel oder sonst irgendwas. Alles vollkommen egal, ne? Die Köterrasse darf man beleidigen, aber die neuen Herren sind da etwas dünnhäutig. Die lassen sich da weniger, ja, was bieten. Nee, aber ich denke mal, das gehört dazu oder das ist ein Teil des Problems, des gesellschaftlichen Problems, dass man einfach nicht mehr in der Lage ist, ja, sich weltanschaulich mit anderen Dingen auseinanderzusetzen. Man bekommt alles vorgekaut und ja, hat dieses kritische Denken. Aber wie gesagt, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob das jemals anders war, weil Massenphänomene hast du immer oder auch Psychologie der Massen, Le Bon als Standardwerk, da wird das ja auch schön beschrieben. Da sagt er ja auch, es ist vollkommen egal, ob man da eine Gruppe von Bauern hat oder eine Gruppe von Akademikern. Ja. Diese Grundprinzipien, das sind immer die gleichen halt, ne? Und du hast halt nun mal großen Durchschnitt, der das alles glaubt, also der Durchschnitt ist und auch noch darunter liegt. Und dann hast du die Überdurchschnittlichen, die in der Lage sind, selbst zu denken. Auch vielleicht ganz kurz noch zum Einwerfen, diese Konformitätsexperimente. Weiß nicht, sagt dir das Ja. was? Kennst du, ne? Wo auf einmal, ganz vielleicht für die Zuschauer, die es nicht kennen, kurze Zusammenfassung: Da sitzen 20 Leute, 19 Leute, mit denen wurde abgestimmt, dass sie sich auf ein falsches Ergebnis einigen sollen. Und der 20. ist quasi der Proband. Man zeigt drei Striche unterschiedlich lang. Und dann fragt vorne der Professor: Ja, jetzt sagen Sie nochmal A, B oder C, was ist der längste Strich? Ne? Und der eine sagt ganz klar, ja, A, sieht man doch, ne? Und alle anderen sagen B oder C. Und dann guckt man einfach, wie der ins Wanken gerät und ob er es wagt, quasi gegen die Mehrheitsmeinung zu stimmen. Und ich glaube, über 70% oder knapp 70% oder über 70% haben dann ihre Meinung geändert, nur um der Masse zu gefallen. Und das sind Mechanismen, die sind bekannt und die werden natürlich auch angewandt. Deswegen ist man ja so schön mit dem Stigmatisieren von Leuten wie dir oder mir, dass sich da bloß keiner solidarisiert und dann Angst haben muss, halt auch von seinen Nachbarn geschnitten zu werden, nur weil er mit dieser komischen Minderheit von Wirren
von Leugnern und sonst irgendetwas, dass man sich damit bloß nicht gemein macht. Ja, Konformität, das ist ein gutes Stichwort. Konditionierung auch, das ist ja im Grunde, ja, die Frage ist halt, oder im Grunde hast du, also meine Frage eben war natürlich mehr oder weniger eine rhetorische Frage. Natürlich waren es immer nur Minderheiten, die politisch etwas verändern und es sind immer die Mehrheiten, die dann entweder mitlaufen oder auch nicht. Aber Veränderungen gehen immer von Minderheiten aus. Die Frage ist natürlich trotzdem, ist eine Richtung, in die die Bundesrepublik steuert, in die diese Gesellschaft steuert, noch zu ändern? Haben wir den sogenannten Point of No Return überschritten? Und es geht ja jetzt nicht nur um die Migrantenfrage als solche, sondern das sind ja alles kleine Bausteine, ja? Corona, die Migrantenflut, und viele andere Fragen sind ja nur Bausteine in einem, ja, in einem Gesamtwerk, mit dem wir auf eine bestimmte Richtung zusteuern, nämlich auf die, ja, man kann fast schon sagen, die Versklavung der eigenen Bürger, die nichts mehr zu tun haben, als zu konsumieren und die Fresse zu halten, die ruhig gestellt werden und eine kleine Elite, die das Ganze steuert. Und die Frage ist einfach, sind die Leute schon so konform gemacht, sind die schon so irre gemacht, dass sie überhaupt noch den Willen und die Kraft aufbringen, gegen ein solches System zu opponieren? Ja, da könnte ich eine kurze Gegenfrage stellen. Was denkst du, warum die um den Bundestag einen tiefen Graben ziehen? Ja, also ich glaube ja auch, das ist Also ja, die werden ja. schon, also die werden sich schon was dabei gedacht haben, ja. Und ich denke auch, was ich anfangs gesagt habe, dass halt immer mehr Leute auch von diesen negativen Auswirkungen des Regimes, egal auf welcher Ebene nun, das ja auch merken. Und ich merke ja auch, dass, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, die jetzt nicht aus unserer Ecke sind, was die Corona-Geschichten angehen, die sagen selbst, dass die das nur mitspielen, weil sie eben Angst vor Konsequenzen haben. Ja, der eine, der hat einen Laden, der sagt, gut, ich kann jetzt sagen, bleibt alle ohne, kommt alle ohne Maske rein, dann kommt das Amt und machen den Laden dicht. Also spielen wir da mal mit. Und ich denke mal, das sind sehr viele Menschen. Und wenn der Wind sich dreht, dann drehen die sich mit. Ne? Man muss wieder mal da wieder jemanden haben, einen Mutigen, der da voranschreitet. Und der wird seine Gefolgschaft definitiv finden. Das denke ich mal. Ne? Und wenn das vielleicht auch nicht jetzt sage ich mal deutschlandweit, dann kommen wir wieder auf die, wenn wir alle Probleme mal zusammennehmen, die Spaltung zwischen Mitteldeutschland und dem äußerst bunten Westen, dann hat man vielleicht noch mehr Anreiz, eine Wanderungsbewegung Richtung Mitteldeutschland und das kann sich ja dann auch wieder ganz anders entwickeln. Also es ist auf jeden Fall eine Dynamik da und ich denke auch, dass die Proteste, die wir hier erleben, dass die auch erst der Anfang sind. Also ich denke nicht, dass da, also ich andersrum, ich denke, dass da auf jeden Fall noch was kommt und je mehr das Regime von Softpower auf Hardpower umschwenkt, wird es da auch eine Gegenaktion geben. Also ich denke, das wird auf jeden Fall noch spannend. Ist auf jeden Fall interessant. Ich hatte vor kurzem was dazu geschrieben, weil mir aufgefallen war, oder ich dieses Symptom irgendwie umschreiben wollte, dass viele sich gar nicht so sehr über ja, Corona-Leugner oder Maßnahmenverweigerung aufregen, weil die Angst haben, sie könnten irgendwie an diesem Virus erkranken, sondern weil die einfach keine Lust auf diese Maßnahmen haben. Das war aber für mich Genau. natürlich auch so, da klingt ja auch so ein bisschen heraus, dass man einfach keine Lust hat. Also da fehlt es einfach an Kampfgeist. Ja? Man geht nicht auf die Straße und sagt, verdammt nochmal, diese Maßnahmen, das ist alles Unfug, das ist Müll und ich wehre mich jetzt dagegen, sondern man versucht andere anzustiften, sich doch an die Maßnahmen zu halten, damit sie schnellstmöglich wieder aufgeweicht werden. Was sie ja höchstwahrscheinlich nicht werden, denn wir alle wissen ja, wir befinden uns ja in misslichen Situationen,
weil sich eben keiner dagegen wehrt. Und wenn das System merkt, man die nächsten 10 cm fruchten, da kann ich noch mal 10 zulegen. Ja, und so macht man das ja. Das ist ja die Salamitaktik, die du bereits angesprochen hast. Man guckt zuerst, wie weit kann man gehen, und wenn etwas zieht, und dann kann man halt noch mal einen Gang nachlegen. Und da ist halt schon so ein bisschen die Frage, naja, also das war meiner Ansicht nach in früheren Zeiten schon so, dass man da etwas kampfbegieriger war und auch etwas mehr den Willen gespürt hat, dass die Leute für ihre Rechte kämpfen wollen. Aber du hast schon recht, ich glaube schon, dass das in uns schlummert, und wenn eine gewisse Schwelle überschritten wird, dann kann sich das natürlich auch ganz leicht ins Gegenteil verkehren. Und natürlich trifft das System da entsprechende Maßnahmen. Das glaube ich auch, ja. Ja, der Wohlstand muss verschwinden, ne? Und da sind sie ja spätestens, wenn die Grünen dran sind, dann geht es so richtig bergab mit dem Wohlstand. Ja, also wir haben ja jetzt schon 18 Millionen, glaube ich, die das alles am Laufen halten mit ihren Beiträgen. Und ja, wenn die dafür sorgen, dass halt eben noch mehr alles vor die Wand gefahren wird, indem man Deutschland in die Steinzeit, vorindustrialisierte Zeiten zurückkatapultiert, das wird noch mal eine Menge Arbeitsplätze kosten. Und irgendwann hast du wirklich nur noch diese Linksgrünen in ihren Elfenbeinturm, Akademiker, die wahrscheinlich nur irgendwelche Gender-Seminare halten und mit echter Arbeit noch nie was zu tun hatten. Und wenn die dann irgendwann mal sehen, das Geld kommt doch nicht nur, keine Ahnung, durch irgendwelche Steuereinnahmen und danach aus dem Bankautomaten, wenn also wirklich die werteschaffende Arbeit fehlt, wenn man die Leute entweder vergrault hat, ins Ausland getrieben oder halt eben in den Ruin gebracht hat, dann werden noch mehr Menschen eben auf der Straße stehen und noch mehr Menschen werden bereit sein, den Mund aufzumachen. Das sehen wir ja jetzt. Also jetzt gerade bei den Corona-Geschichten haben wir auf einmal Ärzte, die keinen Bock mehr haben. Wir haben Fitnessstudio-Besitzer, deren Existenzen kaputt sind. Gastronomen, die sagen, hier stimmt was nicht. Aha, was für eine Überraschung, das sagen wir seit 30 Jahren. Aber ja, ich denke schon, dass da auf jeden Fall noch Schwung reinkommen wird. Ja, was auch so ein bisschen paradox ist, und das wollte ich noch mal kurz ansprechen. Ich weiß nicht, inwiefern du davon betroffen bist, aber wir hatten ja vor einigen Jahren, haben sich die etablierten Medien auch etwas echauffiert, dass ihnen jetzt das Wasser abgegraben wird über alternative Medien. Also es kann ja heute jeder seinen Videoinhalt bei YouTube posten oder auf Facebook, oder kann seinen eigenen Blog erstellen. Also die Möglichkeit an alternativen Medien oder Publikationen ist ja größer denn je. Das Problem ist nur, und das habe ich selbst auch erfahren oder erfahren viele aus meinem Umfeld, ist, dass man sich natürlich auf wenige große Anbieter ja im Grunde verlassen muss, in Anführungszeichen, um eine entsprechende Reichweite zu haben. Nur da wird eben auch relativ schnell mal der Saft abgedreht, ne? Da ist eben der Kanal bei YouTube weg, da ist die Facebook-Seite auf einmal gesperrt, Instagram ist dicht, und dann war es das mit der Reichweite. Dann sind Kanäle, die 100, 200.000 Abonnenten hatten, werden einfach mal abgeschaltet, ohne wirklich ersichtlichen Grund. Und da hatten wir auch so ein bisschen die Debatte, ja, sollen wir auf alternative Anbieter ausweichen? Die gibt es ja in allen Bereichen, kann man machen, da wird man auch nicht gesperrt, nur dann ist man eben mit der Reichweite sehr stark eingeschränkt, weil der Otto-Normalbürger, den man ja eigentlich erreichen will, zumindest was die Propaganda nach außen betrifft, das sind eben die großen Player in dem Bereich wie YouTube, Facebook oder Co. Wie machst du das? Hast du alternative Anbieter? Ja, ich bin jetzt, ich habe zwei. Einmal Gegenstimme.tv, kann ich dir auch empfehlen. Das heißt, du machst da ein Konto und du kannst deine ganzen YouTube-Videos rüber ziehen. Das heißt, du musst nicht, wenn so ein Stundenvideo hat, weiß ich nicht, 3, 4 Gigabyte, dann nimmst du einfach die URL von YouTube, importierst das und hast das dann gesichert. Das heißt, wenn dein Kanal wieder weg ist, dann hast du die Inhalte noch da und kannst dann von dort aus teilen. Ne? Und ich denke aber mal, dass das jetzt kein so großer Verlust ist, weil wir werden ja auf Neudeutsch geshadowbanned. Ja? Also mich schreiben Leute an in Kommentaren, sagen, hier Frank, ich habe deinen Kanal abonniert mit Glocke, ich krieg trotzdem nicht Bescheid. Ja? Oder wie meine Videos irgendwo angezeigt werden. Das ist ja alles Algorithmus gesteuert, beziehungsweise wird YouTube da sicherlich auch Möglichkeiten haben, dass der Algorithmus da vielleicht nicht drauf zugreift.
und du halt eben nicht erscheinst. Und für mich ist es halt eben wichtig, dass ich meine Inhalte irgendwo gesichert habe und das binde ich dann alles auf meiner Netzseite ein. Also das heißt also, egal wo man mich jetzt gerade weglöscht, ich bin trotzdem da, merke aber auch leider, dass die Menschen sehr träge geworden sind. Das heißt, wenn es sich auf Facebook und YouTube nicht gibt, dann gibt es sich gar nicht mehr. Und das ist halt eben nicht so. Deswegen immer zurück nochmal auf die gute alte Netzseite, dass man ja so eine Konstante hat. Ja. Ne? Man kann mich auf YouTube löschen, man kann dann vielleicht auch irgendwann gegenstimme.tv die Server platt machen oder wie auch immer, wie das funktioniert, ist dieses Peer-to-Peer. Ich habe da jetzt nicht so die Ahnung von. Aber das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Oder bei Veezee, also veezee.tv, da habe ich auch meine Podcasts alle hochgeladen. Also ich mache so ein bisschen Risikostreuung. Ne? Ja, Und also die Alternativen wie bei gibt einer guten es, kann ich Anlage, auch nur ja. empfehlen. Ja, ist wirklich so. Ne? Und nur auf ein Pferd setzen, das ist ja nicht so gut. Aber definitiv sollten wir hier die normalen oder die Mainstream-Plattform weiter nutzen. Uns aber nicht nur darauf verlassen, sondern ja, einen doppelten Boden schaffen. Ja, ich hatte das vor kurzem auch so eine Erfahrung gemacht, oder ich mache die im Grunde immer wieder, insbesondere bei Facebook, dass mir immer wieder Leute Screenshots schicken, dass Facebook die Leute warnt bzw. fragt, ob sie denn wirklich meine Seite abonnieren wollen. Sie sollten sich doch mal die Inhalte durchlesen. Das ist schon sehr Aha. interessant, ja. Und es ist auch interessant, dass meine Reichweite ständig steigt, aber meine Abozahlen und so andauernd abnehmen, ne? Also da sind schon so ein paar unlogische Kurven drin. Das ist schon bemerkenswert manchmal, ja. Also das Ja, wird, das habe ich auch bei ja. Facebook, ganz kurz, weil du das sagst, diese komische Relation. Ich habe auch bei meinem offiziellen Frank-Krämer-Profil, glaube ich, über 6000 Abonnenten. Und wenn ich mal was poste, dann habe ich Interaktion von 3 Leuten. Ja. Also selbst wenn das Leute sind, denen das vielleicht nicht gefällt, aber irgendeine Reaktion, also kann mir keiner erzählen, dass von über 6000 Leuten nur 3 Leute irgendwie was klicken oder kommentieren oder sonst Ja, das irgendwas. wird dann also buchstäblich systemintern irgendwie runterreguliert. Ja, wie gesagt, bei Facebook habe ich das auch. Ständig sagen mir Leute, also irgendwie deine Seite ist nicht abrufbar, dann gucke ich, dann ist die aber da, oder da ist ein Post weg, dann ist der aber da, oder die sagen, ich wollte das abonnieren, aber Facebook hat gesagt, ich soll das besser nicht abonnieren oder sowas. Also, ja, das kenne ich auch. Ja, gut. Ja, deswegen die Frage nach Alternativen, und du hast ja einige Alternativen genannt. Ich habe auch deine Links, über die wir jetzt soweit gesprochen haben, also der dritte Blickwinkel. Multikulti trifft Nationalismus, das ist alles unten in der Videobeschreibung. Wenn du da noch mal Links hast, dann setzen wir die gerne dazu, zu interessanten Inhalten. Jetzt haben wir über Multikulti trifft Nationalismus gesprochen, wir haben über die Corona-Geschichte gesprochen. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, du hast ja bereits gesagt, naja gut, dieses Parteipolitische, das ist nicht ganz so deins. Du bewegst dich mehr so in diesem metapolitischen Umfeld. Sehen wir ja auch, machst da deine Projekte. Was glaubst du, um dann so ein bisschen zum Abschluss zu kommen, was glaubst du, wo sich die politische Auseinandersetzung um die Zukunft in Zug, ja, wo wird sich das mehrheitlich abspielen? Wird das über Wahlen entschieden, über Parteien? Wir könnten jetzt noch über die AfD sprechen. Wir hatten eben schon mal am Rande dieser Geschichte, ich meine, wir sprechen ja auch so miteinander außerhalb von irgendwelchen Streams, schon über die Geschichte mit dem JA-Vorsitzenden gesprochen, der sein Handtuch geworfen hat, weil er da irgendwas mit dem gesagt hat, dass also die Europäer ihr ethnisches Antlitz wahren müssen. Wo sich die Alice Weidel da furchtbar drüber aufgeregt hat und sich dafür eingesetzt hat, dass der Mann abgesägt wird. Wird sich die politische oder wird sich die Zukunft unseres Volkes, unseres Staates, der Welt an sich, wird sich das über Wahlen, über Parteien entscheiden? Oder glaubst du, da baut sich im Hintergrund etwas ganz anderes auf? Also sozusagen eine bürgerliche Bewegung, die irgendwann das ganze System sozusagen platt machen wird.
Ja, bürgerlich weiß ich jetzt nicht. Das sind ja schon Leute, die sehr systemkritisch sind. Bürgerliche werden damit auch sicherlich dazugehören. Ich denke aber schon, dass das in diese Richtung gehen wird. Denn wie du ja schon sagst, AfD als wirkliche Alternative, also, da gibt es durchaus gute Leute, wo ich denen auch zutrauen würde, dass sie es ernst meinen. Aber das sind ja dann die, die entweder schon abgesägt wurden oder halt eben ja, in die Ecke gedrängt werden. Das halte ich eher für unwahrscheinlich. Lass mich dabei eines Besseren belehren, wenn es denn so weit kommen sollte. Also es sind wenig Sachen, die ich kategorisch ausschließen würde. Aber ich denke, es ist realistischer, dass über diesen außerparlamentarischen menschlichen Weg, dass da mehr zu holen ist. Ja, man muss sich ja nur mal anschauen, unsere lieben Gäste, die dann sich ihre Parallelgesellschaften gebastelt haben. Das haben die ja auch nicht durch Demonstrationen oder durch eigene Parteien gemacht. Klar, man hat es ihnen viel leichter gemacht als uns jetzt, ja. Aber ich denke mal, dass es viel mehr Strahlkraft hat, anstatt da irgendwo mit irgendwelchen Landtagen und dann fliegt man wieder raus, weil es irgendeinen Skandal gibt. Ja, das sieht man ja auch bei großen Parteien innerhalb Europas, die schon an der Regierung waren und dann kommt dann halt irgendein Skandal und schon sind sie wieder weg. Nachhaltiger finde ich dann eher diese Geschichte, was auch hier Zusammenrücken machen, halt eben diese Siedlungsprojekte, weil da greift das eine ja ins andere. Mal angenommen, man zieht mit mehreren Leuten auf irgendein Dorf, dann wird ein Bürgermeister gewählt, da kann man ja dann auch den Kandidaten stellen, ja, und dann hat man ja schon das eine bedingt ja das andere, ne? Dann hat man auch über diesen parteipolitischen Weg was erreicht, muss jetzt nicht irgendeine Partei sein, kann ja auch ein Bürgerbündnis sein, wie auch immer. Aber da muss man natürlich auch Leute da haben, die gerade bleiben, ne? Die sich halt eben nicht dann gleich winden und zusammenbrechen, nur weil da vielleicht ein Vorwurf kommt, für dich muss ein Deutscher eine weiße Hautfarbe haben. Vielleicht ist das ja auch, oder vielleicht ist das ja gerade auch im Entstehen begriffen. Es entstehen ja überall Bürgerbewegungen, also die nicht immer unbedingt bürgerlich im engeren Sinne sein müssen, sondern einfach, dass sich da ja, aufgebrachte Bürger zusammenschließen. Vielleicht ist die Antwort des Systems ja auch wirklich gerade das, was wir als Antifa-Terrorwelle sehen, die gerade auf uns zurollt, die ihren Gipfel jetzt in Gutmannshausen hatte, ist ja sozusagen komplett abgebrannt, aber es gibt, das ist ja nur eines von vielen Beispielen, es gab ja viele Anschläge in den letzten Wochen, die durchaus, also ich hüte mich etwas vor diesem Gefloskel mit neuen Qualitäten und so, aber die durchaus neue Qualitäten haben im Vergleich zu, ja, Auseinandersetzungen, Rivalitäten zwischen Rechten und Linken aus den vergangenen Jahren. Aber hier geht es ja richtig um handfeste Anschläge, ja, also so ein Brandanschlag auf so ein Gebäude, in dem sich auch Menschen befinden könnten, ist eine andere Hausnummer als eine Rangelei am Rande einer Demonstration. Oder der Anschlag auf Paul Reacek, wo man ihn in seiner Wohnung überfallen hat, um ihn ja, die Fußgelenke zu zertrümmern. Da häufen sich in den letzten Wochen doch schon so ein bisschen die Meldungen und die Vorkommnisse. Und wie ich höre, gibt es da durchaus so 30, 40, vielleicht 50 Leute, die teilweise bereits im Untergrund operieren, so dass hier tatsächlich von ja, Terroristen die Rede sein kann, von vielleicht einer RAF 2.0. Und wie wir sehen, guckt der Staat da im Moment zumindest nur zu. Ja, das glaube ich. Ach so, da soll ich jetzt was zu sagen. Ja, wenn du was dazu zu sagen hast, hast du Erfahrungen damit gemacht in deinem Umfeld? Ja, also was halt eben, also ich jetzt persönlich direkt nicht, das ist schon länger her, mir haben sie auch schon ein Auto kaputtgeschlagen und alles Ja. Mögliche. Aber was halt eben auffällt, sind halt immer die Überschneidungen zwischen ja, den Etablierten und halt eben diesen kriminellen Terrororganisationen. Da haben sie ja auch irgendwo, glaube ich, in Berlin bei irgendeinem Sprengstoff gefunden oder Materialien dazu. Und der war dann gleichzeitig für irgend so eine mobile
mobiles Dingens gegen rechts irgendwie aktiv, ne? Oder sein Mitbewohner. Also wir haben da immer Überschneidungen. Dazu kommen die 1,1 Milliarden Euro, die man auch uns bösen Rechtsradikalen wegnimmt und dann der Antifa in den Rachen schmeißt. Das sind natürlich alles Dinge, die da, das ist Wasser auf deren Mühlen oder dann aber auch wieder im metapolitischen Bereich hat man diesen Danger Dan, der ja über den Herrn Elsässer und Kubitschek da so ein Lied gerappt hat oder nicht gerappt, das war so ein, also Antilopengang machen so Rap, glaube ich, aber er hatte das mit so einem Klavier Akustik Ja. gemacht und wo er sagt, ja, alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Ja, klar, ich meine, ich bin ja selber Musiker und wenn ich sehe, was bei uns schon nicht mehr mit der Kunstfreiheit gedeckt ist, da ist das schon absolut. Ja, ein fatales Zeichen. Ne? Also Danger Dan, das ist für mich halt eben auch ein geistiger Brandstifter, der da natürlich auch, sage ich mal, das ideologische Werkzeug zur Motivation solcher Taten liefert. Ne? Aber halt eben auch immer mit Rückendeckung der etablierten Parteien. Und das ist halt eben das, was man noch dazu sagen kann. Ja, also die Frage zielte eigentlich darauf ab, und da schließt sich ja im Grunde auch so ein bisschen der Kreis. Wir hatten ja jetzt gesprochen über Konformität, darüber, dass sich die Leute zurückziehen, dass sie dem System nachlaufen, dass sie leicht beeinflussbar sind. Und jetzt kommt natürlich auch noch so eine, ja, so ein Angstmoment dazu. Also abgesehen von Corona kommt jetzt natürlich noch so eine Geschichte dazu, dass jeder, weil diese Anschläge betreffen ja alle, nicht nur hartgesottene Rechte, sage ich jetzt mal, sondern diese Antifa-Terroristen richten sich ja auch gegen Querdenker und so weiter und so fort, also gegen alle, die in irgendeiner Art und Weise systemkritisch sind, sodass man jetzt also nicht mehr nur damit rechnen muss, dass man gesellschaftlich ausgegrenzt und an den Pranger gestellt wird, sondern in Zukunft gegebenenfalls auch noch damit rechnen muss, dass die Bude in Flammen aufgeht oder dass das Auto zertrümmert wird oder dass einem irgendwo aufgelauert wird. Und da schließt sich ja im Grunde der Kreis, wo also man sich die Frage stellen muss, ob, wenn das nicht zielgerichtet gesteuert wird, zumindest, ja, so, ich sag mal, wohlwollend zur Kenntnis genommen wird. Ja? Auf der einen Seite wird man von Staat wegen, also von der politischen Klasse, von den Medien systematisch kriminalisiert, weil man Corona-Leugner oder Reichsbürger oder Nazi ist. Irgendwas davon ist man ja immer, wenn man irgendwie systemkritisch ist. Und auf der anderen Seite muss man dann eben jetzt zusätzlich auch damit rechnen, dass man von irgendwelchen Terroristen angegriffen wird, weil man sich wiederum systemkritisch gibt, also weil man rechts ist, Nazi ist oder was auch immer. Und da ja auch, du hast das ja bereits angesprochen, die Verknüpfung mit etablierten Stellen. Da stellt sich ja auch die Frage, also eigentlich ist die Antifa ja nicht dafür bekannt, dass sie systemfreundlich oder staatsfreundlich ist, aber hier scheinen sich beide Player, sage ich jetzt mal, ja, irgendwie in die Hände zu spielen, ne? Es richtet sich eben immer gegen die, die systemkritisch sind, also gegen uns mehrheitlich. Ja, Ja, genau. das. Also wir führen mehr Frontenkrieg, ne, kann man sagen, ne? Ja. Das ist ja eben die Frage, ob man wirklich gegen viele Fronten kämpft. Das ist ja das gleiche Phänomen wie das, was du bei der Corona-Thematik angesprochen hast, dass eben viele Parteien oder wenn es um die eine Weltregierung oder was auch immer geht, die Parteien oder Vertreter verschiedener Parteien, Unternehmen, sich dann intern einer Meinung sind und dann draußen quasi ihr Schauspiel aufführen. Da sind die Grünen eben grün, die Schwarzen sind schwarz, die Roten sind rot. Aber in den wesentlichen Fragen steuern sie eben alle auf die gleiche Richtung zu. Es ist wie die große Familie, wo der eine der Onkel, die andere die Tante ist. Aber die Familie hält eben zusammen und alle steuern in Richtung Massenzuwanderung, alle steuern in Richtung Aufhebung der Grenzen, Bildung von riesigen Konzernen und so weiter. Ich meine, da sind sich ja alle einig, ja. Bis am Ende vielleicht dann tatsächlich die eine Weltregierung steht oder was auch immer dann kommen wird. Ja, also Ja, das ist definitiv das Ziel, ne? es gibt schon, es deutet schon nicht wenig auf so ein Gesamtbild hin,
Wenn man. Gesamtbild ja, aber ich meinte jetzt auf unterschiedlichen Ebenen haben wir ja die Ja. Angriffe. Ne? Also einmal von oben vom Staat, Ja. dann der uns den Knüppel von hinten über die Rübe zieht, sind schon zwei. Dann die geistige, moralische Bekämpfung durch die Massenmedien. Ne? Also klar, das ist alles ein Brimborium, aber ich sag mal, die Ebenen, wo die agieren, das sind halt eben dann die verschiedenen Fronten. Ja. Ja, Frank, das war ein interessantes Gespräch. Man kann natürlich, hatten wir eben schon bei Corona, man kann sich stundenlang über irgendwas unterhalten. Vielleicht kann man das auch irgendwann nochmal wiederholen. Aber wir wollten jetzt erstmal so Gerne. einen kleinen Überblick geben über die Projekte, die du machst, deine, wie du bestimmte Sachen so siehst, insbesondere was Multikulti trifft Nationalismus angeht oder auch deine Impf-Rebell-Kampagne. Was mich an dir, wie gesagt, ich habe das eingangs bereits erwähnt, beeindruckt und was ich gut finde, ist, dass du eben über den Tellerrand hinausblickst und dass du dir wirklich über die Dinge Gedanken machst. Dass du kein Ideologe bist und sagst hier, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen, so ist die Welt und anders darf sie nicht sein, sondern dass du dich mit den Dingen auseinandersetzt und auch hinterfragst und auch mit Leuten sprichst, die gegebenenfalls anderer Meinung sind, weil du an einer Problemlösung interessiert bist. Und das würde ich mir in unserem Bereich einfach von viel mehr Leuten wünschen, weil ich glaube, dass Ideologen uns tatsächlich oftmals im Weg stehen. Also besser Weltanschauung als Ideologie, weil mit einer Weltanschauung kann man operieren, damit hat man eine Grundlage, auf der man auch politische Fragen adäquat beantworten kann, während der Ideologe für neues Jahr in der Regel ja, verschlossen ist. Für den Ideologen sind immer alle anderen schuld, nur selbst hat man immer recht. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen was, was den Ideologen von dem unterscheidet, der eine gefestigte Weltanschauung hat. Der kann eben auch ruhig einmal mit einem Nana diskutieren, ohne Angst zu haben, dass der Nana das ganze Weltbild auseinanderrückt. Damit geht's, das hast du ja sehr schön beschrieben, die Weltanschauung nicht verloren, aber man hat eben vielleicht auch aus der einen oder anderen Perspektive eine andere Sicht auf manche Dinge. Ja, ich sag mal, sowas kann man immer nur gewinnen. Ja, selbst wenn man jetzt vielleicht in einer Sache vielleicht nicht so die hundertprozentigen Argumente hat, das ist immer wieder ein Anreiz, dafür zu sorgen, dass man sie beim zweiten Mal hat. Ja, also wie du schon sagst, ich behaupte ja nicht alles, was ich sage, dass das in Stein gemeißelt ist. Ich kann mich auch irren. Ja, aber ich denke mal, mit der Grundausrichtung liege ich schon mal nicht verkehrt. Das glaube ich auch, Frank. Gut, dann bedanke ich mich für das Gespräch, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir laden das dann Gerne. entsprechend hoch und vielleicht können wir das ja bei Gelegenheit irgendwann wiederholen. Dann dir noch Ja, einen sehr schönen gerne. Abend, den Zuschauern, alles Gute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich entschuldige mich nochmal für die kleine technische Panne. Es wird dieses Video dann normal als Upstream geben und das könnt ihr euch dann ansehen. Gut. Also, Frank, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mach's gut. Danke. Ciao.